beziehen ihre Startplätze BNIMM, Iceland, Arch Madness, die Lever, Shell. Eine Linie, alle acht. Pferd am Auto. Zweiter Vorlauf, Elite Loppet. Geht auf die Marke zu und das achte Rennen, zweiter Vorlauf, Elite Loppet ist gestartet. Commander Crow, der macht es da zögernd. Orecchietti hat innen zunächst den schnellsten Antritt, aber da will es wissen. BNIMM, Takta und außen dabei ist auch noch Arch Madness. Orecchietti, Takta nimmt zurück mit BNIMM. Außen Arch Madness, der drückt hier auf die Fahrt, Fehler von BNIMM. Es geht aus dem ersten Bogen heraus und da hat es Arch Madness übernommen gegen Orecchietti und dann Classic Grand Cru. Das sind die ersten drei. Oyonnax, BNIMM nicht zum Traben zu bewegen, dann Commander Crow. Und einen haben wir in der Startphase ganz verloren. Das Feld kommt an den Zuschauern vorbei mit Arch Madness. Arch Madness, Orecchietti, dann Classic Grand Cru, Oyonnax in vierter, Commander Crow in fünfter Position. So geht es auf die letzte Runde. Und dann die Lever Shell und demzufolge müssten wir eigentlich verloren haben, den Sieger 2010 Iceland. Es geht nun durch den vorletzten Bogen und da greift Commander Crow an und da kommt die Oyonnax so ein bisschen in die Quere. Es geht aus dem Bogen auf die Überseite und wieder muss der Favorit außen herum. Wie eben Rapid Lebel, jetzt Commander Crow und Arch Madness marschiert. Arch Madness gegen Orecchietti, Arch Madness, Orecchietti, Classic Grand Cru und außen kommt Commander Crow weiter. Es geht auf Ende gegen über zu Wasmar Schielström. Beschränkt er sich darauf, das Finale zu erreichen, innen zu bleiben oder geht er nach außen? Frage schon beantwortet. Er bleibt innen mit Orecchietti hinter Arch Madness. Außen Commander Crow im letzten Bogen. Arch Madness, Orecchietti und Commander Crow dahinter Classic Grand Cru. Der ist Vierter und das wäre noch das Finalticket. Es geht um die letzte Ecke in die Distanz. Da ist Arch Madness vorne. Orecchietti, der kommt jetzt nicht frei. Arch Madness, Orecchietti sitzt in den Feld. Außen Commander Crow. Arch Madness, Commander Crow, Orecchietti. Arch Madness, Orecchietti innen, der sitzt fest. Commander Crow greift noch einmal an, der kommt noch einmal Arch Madness, oder Commander Crow. Dahinter wird es ganz knapp zwischen Orecchietti, Classic Grand Cru, ganz außen auch noch Oyonnax. Hat das mit dem letzten Schritt geschafft, Commander Crow gegen Arch Madness. Da ist Brian Sears in US-typischer Manier fast ganz verschwunden. Und Schielström hat sich schon in diesem Moment gedacht, war vielleicht doch keine gute Idee, nicht rauszunehmen. Wie komme ich ins Finale? Der hat die Hände voll. Aber der ist, denke ich, im Finale und ganz außen noch Oyonnax. Aber ganz knappe Geschichte. Warten wir doch ab. Wozu gibt es Schiedsrichter? Und die gibt es schließlich auch massenhaft in Schweden. Noch massenhaft nicht. American Style. Sears gegen Martens. Commander Crow oder Arch Madness. Dann Oracle. Quatsch, Oracle, was rede ich? Orecchietti, Classic Grand Cru und ganz außen kommt Oyonnax. Der ist so weit außen, kann man schlecht sagen. Wäre das bitter für Orecchietti, wenn der das Finale verpasst hätte. Der Blick auf den ganz außen kommenden Oyonnax. Und noch einmal von vorne der Commander. Also wir haben alle Perspektiven. Aber noch keine Idee, wer gewonnen hat. Orecchietti sucht verzweifelt einen Durchschlupf. Da ist keiner. Und ist das bitter, 5 Meter vom Ziel sein Pferd im Vorlauf zum Elite Loppet aufnehmen zu müssen. Kollege in Stockholm ist auch verstummt. Und der hat gewonnen. Er hat ihn festgenagelt.
Commander Crowe und Christoph Martens.